Moin, ich bin Maren aus Ostfriesland und ich zeige euch heute, wie man Donauwellen zubereitet. Als erstes bereiten wir den Teig vor. Dazu nehmen wir 6 Eier, 300 Gramm Zucker, 300 Gramm Butter. Die sollte möglichst Zimmertemperatur haben, damit die sich gut verarbeiten lässt. Und das Ganze schlagen wir jetzt erstmal schaumig. Wenn sich alle Bestandteile miteinander verbunden haben, geben wir das Mehl dazu und etwas Backpulver und verrühren das ganz vorsichtig. Wir schlagen das jetzt nicht nochmal so auf wie gerade eben, damit dann die Fluffigkeit nicht verloren geht. Wir verteilen jetzt eine Hälfte bereits auf das Backblech, so dass eine dünne Schicht entsteht. Den Rest des Teiges vermischen wir mit etwas Kakaopulver. Ich verwende immer echten Kakaopulver, da ist halt noch kein Zucker drin, das ist ein ganz intensiver Geschmack. Das wird jetzt auf das Backblech mit dem hellen Teig verteilt. Das wellenförmige Muster im Teig kommt dadurch zustande, dass wir jetzt Kirschen auf dem Teig verteilen. Die habe ich vorher gut abtropfen lassen und die werden jetzt einfach lustig verteilt. Der Teig steigt hoch und die Kirschen bleiben quasi auf gleicher Höhe. So entsteht eben die wellenförmige Struktur. Das Ganze kommt jetzt für circa eine halbe Stunde in den vorgeheizten Backofen bei etwa 175 Grad. So, wenn der Teig für die Donauwellen im Ofen ist, können wir schon mal den Pudding dafür kochen. Dafür nehmen wir 750 Gramm oder Milliliter Milch. Erhitzen das und rühren das mit 4 Esslöffeln Zucker und dem Puddingpulver an. Wenn die Milch kocht, geben wir dann das Puddingpulver hinein, lassen das Ganze einmal aufkochen und nehmen das von der Herdplatte. Der Pudding muss jetzt abkühlen. Damit sich keine Haut bildet, legen wir jetzt ein wenig Klarsichtfolie darauf. Es ist noch alles sehr warm, also sehr vorsichtig die Folie auf den Pudding ditchen. So lassen wir den Pudding jetzt abkühlen. Man kann schon die Butter für die Buttercreme herausnehmen und damit die dann Zimmertemperatur erreicht. Das ist wichtig, dass Pudding und Butter die gleiche Temperatur nachher aufweisen, damit die Creme nicht gerinnt. Der Boden und der Pudding sind so weit abgekühlt, dass wir damit weiterarbeiten können. Jetzt gebe ich erstmal den Pudding in die Rührschüssel. Dann setzen wir das an die Küchenmaschine und fangen an, das langsam zu rühren. Dann gebe ich nach und nach immer ein Stückchen Butter in die Masse. Dann drehe ich das Ganze nochmal kurz auf die höchste Stufe, damit das ein bisschen cremig bleibt. Jetzt verteilen wir die ganze Buttercreme hier auf dem Boden. Als Hilfsmittel habe ich hier so einen Backrahmen genommen. Das Ganze geht auch ohne. Das ist eben, damit man dann das Ganze schön ausfüllen kann. Ganz hübsch sieht es aus, wenn man einen Teigschaber mit wellenförmigen Mustern nimmt, sodass man das dann nochmal so schön verteilen kann. Das Ganze kommt jetzt erstmal für eine gute Stunde in den Kühlschrank, bevor wir die Schokolade darauf verteilen können. Wenn die Donauwellen etwas abgekühlt sind im Kühlschrank, so eine Stunde sollte das auf jeden Fall im Kühlschrank bleiben, kann auch gerne länger da drin bleiben, dann können wir den finalen Gang in Gang setzen. Und zwar schmelzen wir die Schokolade am besten in einem Wasserbad. Dazu nimmt man einfach einen ganz normalen Kochtopf, füllt den mit Wasser und gibt dann eine Schale hinein. Und dann kann man die Schokolade ganz einfach darin schmelzen. Und dann kann das dann... Am besten gibt man das immer so stückweise rein, dann geht das ein bisschen schneller. Wenn alle Stücke geschmolzen sind, nehmen wir den Topf aus dem Wasserbad. Achtung, das ist sehr warm und stellen das eben einmal hier ab. Und dann fangen wir an, mit einem Löffel gitterartig die Schokolade auf dem Kuchen zu verteilen. Wenn die Schokolade fertig verteilt ist, stellen wir das Ganze nochmal für 2 Stunden in den Kühlschrank und dann ist die Donauwelle servierfertig. Man nimmt am besten kleine Stücke, die sind ja doch sehr mächtig. Und wenn man dann die Donauwelle aufschneidet, dann sieht man auch das Wellenmuster, welches durch die Kirschen entstanden ist.
Anstelle der Schokolade kann man auch Kakaopulver nehmen. Das ist dann ein bisschen einfacher in der Handhabung. Schmeckt alles gut. Ich wünsche auf jeden Fall guten Appetit. Thank you.